Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin Öfton. Was ist da los? Das Gemüse ist so frisch wie ein Wintermorgen. Wenn Wachen auf einmal losrennen, dann bin ich verwirrt. Ach ja. Die Diebe zwischendurch. Ich will auch raufhauen. Ich will auch raufhauen. Ja, ich bin ein Riftdon. Und es hat auch was mit Dieben zu tun, was ich machen will. Ey! Ich kann euch nicht besiegen! Ihr habt schon verloren! So macht man das, Leute. Sonst brauchen die nicht so lange, um einen Dieben zu erledigen. So, ich brauche die Sachen. Ach so, der hat die Sachen noch an, weil das ja diese Random Random Diebe sind, die irgendwie spawnen. Auftauchen, um Stress zu verbreiten. Apropos Diebe. Ich bin in Riften, weil ich ganz gern die Diebesgilde machen möchte. Und zwar haben wir da schon zwei Hinweise zu. Also, habe ich schon gemacht, schon mal gemacht. Aber ich dachte mir, ich habe eh zwei Quests dafür hier drin. Einmal, dass ich ein vollwertiges Mitglied der Diebesgilde werden soll. Das ist für diese ungewöhnlichen Edelsteine, die ich schon ab und zu eingesammelt habe. Und hier eine von Brynjolf, dass ich hier weiter Arbeit annehmen kann. Und ja, da würde ich mal sagen, wir verfolgen einfach mal eine und wir treffen Brynjolf in der zersplitterten Flasche. Und damit startet quasi meine separate Folge für die Diebesgilde. Ich werde das wie immer separat deklarieren. Wie bei den anderen Gildensachen auch. Wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen können. Gut. Danke für die Info. Dass ihr Bescheid wisst, ja. Es kann jetzt schon sein, dass es ein paar Folgen halt jetzt sind bezüglich diesen Sachen, aber ich schreibe die Einzelquests, die man natürlich hier bekommt, auch rein. Also, so wie sonst auch. Nur falls es jemand nicht interessiert. Jo. Gehen wir mal da zu Brynjolf. Ist das nicht schön? Das ist doch fantastisch. Mit dem haben wir so lange nicht mehr gesprochen. Ich brauche eine Fackel. Ich brauche eine Fackel. So. Ich glaube, davon müsste ich mir auch mal ein paar mehr organisieren, weil die halt auch irgendwann mal alle sind. Also man braucht sie halt wirklich auf. Da ist er. Recht wieder mit mir. Ich bin beeindruckt, Mädchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Aha, danke schön. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Ein Appetit geweckt, ja? Also echt. Schuldner, was haben sie getan? Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Ihres Tuns? Klingt gut, um wen geht es? Kirawa, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Na dann machen wir doch mal die Aufnahmeprüfung dafür. Wie soll ich vorgehen? Es waren jetzt ein paar mehr Namen. Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Nett. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Mist. Das kann ich jetzt leider nicht garantieren, aber okay. Bekomme ich einen Anteil? Natürlich erhaltet ihr einen Anteil. Wir lassen unsere Leute nicht im Stich. Na dann. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Ja, die anderen wollen ja noch nichts von mir wissen. Was ist Helgas Geschichte? Ich frage mal nach, was sie so gemacht haben, hm? Helga ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein, damit sie nachgibt. Okay,
Ach ja, wenn ich mein Haus einrichte, kommen da auch ganz viele Statuen rein. Da freue ich mich schon drauf. Out of context, weiter. Könnt ihr mir mit Bersi helfen? Solch einen eigensinnigen Mann werdet ihr kein zweites Mal finden. Der Schlüssel ist diese hässliche Zwergenurne in seinem Laden. Wenn ihr sie zerbrecht, wird er seine Einstellung ändern. Jetzt soll ich echt Sachen von anderen kaputt machen? Also nicht, dass es nicht zu mir passen würde. Aber trotzdem. Habt ihr irgendwelche Tipps über auf Kerefa? Über auf? Habt ihr irgendwelche Tipps bezüglich Kerefa? Was? Kerefa ist stur, aber die Familie ist ihre Schwachstelle. Redet mit Talen Yai im Bienenstich und versucht etwas herauszufinden. Sie kennen sich gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Ja, dann machen wir das doch ich mal. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Ach, wo sollst du sonst sein? Auf dem Marktplatz, mein Lieber? Auf dem Marktplatz? So viel Orte hat er nun auch wieder nicht, wo er sich rumversteckt. Versteckelt. Versteckt. Sagen wir es mal so. Erstmal wieder raus aus dem Rattenweg. Erstmal hier wieder zurechtfinden. Nein. Ja. Nein. Ja. So habe ich dann schon wieder Durst. Ich hab extra gegessen, getrunken, Haya-Bubu gemacht. Bevor ich hier die Mission gestartet habe. Wirklich. Na, na, na. Läuft hier wieder richtig fantastisch. Schützt euch richtig. Kauft Rüstung von Greka. Schützt euch richtig. Handwerker sie herstellen können. Ich will nichts kaufen. Gebt euch keine Mühe. Frisches Fleisch. Gehen wir mal in den Bienenstich. Zuerst. Das ist doch auch der Agonia. Meine Fertigkeit im Kampf ist unerreicht. Zu eurem Glück ist sie käuflich. Normalerweise sitzt sie doch Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht ihr wirklich an die Nieren. Was wollt ihr? Ich möchte gerne mit dir reden wegen Kerefa. Kerefa. Ihr stammt auch nicht von hier. Wie habt ihr Kerefa kennengelernt? Ich habe sie getroffen, als ich vor ein paar Jahren nach Rifton gekommen bin. Seitdem bin ich hin und weg von ihr. Ich werde sie vielleicht sogar bitten, mich zu heiraten. In der Schwarzmarsch ist es Tradition, einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken, der die künftige Bindung symbolisiert. Ich habe den Goldring bereits, aber ich brauche noch 3 makellose Amethyste, um ihn zu vervollständigen. Habe ich, glaube ich, zu Hause. Ich hatte gehofft, dass ihr mir das anbietet. Ich hielt es nicht für angemessen, euch um einen solchen Gefallen zu bitten. Ich danke euch. Klar. Kein Ding. Die Quest gibt es auch, wenn man ihn vorher nicht, glaube ich, jetzt hier drauf anspricht. Könnt ihr mir etwas über den Ehering erzählen? Warum kommen da eigentlich 3 makellose Amethysten rein? 3, was soll das für ein Ehering sein? Jeder argonische Hochzeitsring muss mit 3 makellosen Amethysten ausgestattet sein. 2 der Edelsteine, die beiden äußeren, stehen für das Hochzeitspaar. Einer für den Bräutigam, einer für die Braut. Der Amethyst in der Mitte steht für die Hist, die für alle Argonier ein heiliger Teil unseres Lebens sind. Mhm. Vielleicht könnt ihr Kerefa zur Vernunft bringen. Bestärkt durch die Gerüchte darüber, wie schwach eure Gilde geworden ist, ist sie deutlich zu dreist geworden. So dumm bin ich nicht. Das Letzte, was ich will, ist ein Krieg mit euren Leuten.
Dann helft mir, sie zum Zahlen zu bewegen. Schaut, ich erzähle euch das nur, weil ich mir Sorgen um sie mache. Glaubt nicht, dass ich eure Taten gutheiße. Kerava hat Familie auf einem Hof in Morrowind. Wenn ihr sie ihr gegenüber erwähnt, hört sie euch vielleicht zu. Ich möchte aber nicht, dass jemand verletzt wird. Der Gedanke daran würde mich umbringen. Ich musste für ihn gar nicht die Aufgabe machen mit den drei marklosen Amethysten, weil es wäre so oder so gegangen. Trotzdem würde ich die jetzt besorgen, indem ich einfach kurz nach Hause reite, kutschiere, wie auch immer, und ihm die Wenn geben. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Ja, ja, weil es mich sonst so ein kleines bisschen stört. Also ist die Sache, stört mich sonst ein kleines bisschen. So Leute, wir sehen uns gleich wieder im Bienenstich. Ich besorge mal kurz ein paar Steinchen für den Ehering. Ich komme zu Hause an und ein Riese, also erstmal esse ich eine Stulle, erstmal ein Bütterchen und ein Riese greift mein Haus an. Hallo? Weil der hat keine roten Punkte, der wird nicht als Dings ange... Lydia, wieso verschwindest du? Wir haben ja ein Problem. Jetzt. Alter. Lydia, kannst du mir auch bitte mal helfen? Ich habe dich dafür eingestellt, mir zu helfen. Ich habe sie halt wirklich dafür eingestellt. Ach ja. Schön. Schön. Ein bisschen Action. Ich wollte nur mal schnell was holen. Pisst er sich auch noch? Ich glaube es ja auf gar keinen Fall. Yep. Kann ich den looten? Den kann ich nicht looten. Was soll denn das? Doch jetzt. Lydia. Wir haben ein Problem. Warum hast du dich nicht darum gekümmert? Das ist doch dein Job. Was soll ich dazu jetzt noch sagen, Leute? Was soll ich dazu denn jetzt noch sagen? Ich wollte nur kurz die drei Steinchen holen gehen. Ah ja. Ich habe ja Haustiere, das vergesse ich immer. Lydia, wo bist du? Hier ist noch nichts eingerichtet. Die kann nirgendwo sein. Da. Was benötigt ihr, mein Tarne? Ehre sei mit euch, mein Tarne. Okay. Bis zum nächsten Mal. Konnte sie nicht drauf ansprechen. Das hätte mich jetzt interessiert. Konnte ich nicht. Leute, ich möchte hier raus. Ist er ernsthaft? Mann. Okay, ich glaube, vielleicht werde ich die Haustiere auch woanders hinpacken. Das stört mich. Also es wäre richtig geil, wenn die, glaube ich, im gesamten Haus rumlaufen würden. Fände ich definitiv cooler. Aber so komme ich ja nicht mal rein und raus. Also, wirklich. Meine ganzen Sachen müssten hier draußen in dieser Kiste sein. Weil ich damals einfach wirklich alles, was ich hatte, hier reingepackt habe. Ja. Alles, was es so gibt, hier ist richtig viel Asche drin. Was wollte ich? Drei makellose Amethysten. Habe ich nicht drei, ich sag's euch. Ich habe 12 normale. Ich habe 4. Naja, wenigstens etwas. 3 Stück. Wieso 1 von 3? Weil 3 von 3, ich wollte gerade sagen. Gut. Zurück nach Riften. Ich wollte gar nicht noch eine Überbrechung machen. Wir sehen uns im Bienenstich. Bis gleich. So, Leute, ich bin zurück im theoretisch Bienenstich jetzt. Wo ist er denn?
Wenn eure Loyalität dem Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Ja, kann sein. Ich wollte aber... Hier, wo ist er denn? Du musst hier doch auch irgendwo stehen. Der ist hier gar nicht drin, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass er auch noch in der Bar ist. Dann halt nicht. Ich mache das hier heute ein bisschen geordneter. Ich sehe schon, wie das nachher einmal komplett durcheinander abläuft. Hä? Achso, ich muss das ja noch so markieren. Und wieder zurück. Ja, weil ich die Quest nicht richtig markiert habe. Ich habe mich ja schon gewundert. Ich kenne ihn nur, dass er hier in diesem Schuppen ist. Ich kenne es gar nicht, ihn auch woanders zu sehen. Ah, ach, weil er schläft. Mir egal. Was wollt ihr? Ich hab... Ey, ein bisschen freundlicher. Ich hab deine Amethysten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Solche Großherzigkeit findet man heutzutage nicht mehr oft. Ich weiß. Hier, nehmt das als Bezahlung für euer Opfer. Und ich... Also, wir beide, wir danken euch. Wundertrunk. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Ja, ja. Wundertrunk der Blitzresistenz habe ich bekommen. So. Jetzt, optional benutze Talenjai. Ich habe keine Ahnung. Sonst haben die anderen ein bisschen Namen, die Argonia. Ich mag ja die argonischen Namen, die sind toll. So. Jetzt treibe Keravas Schulden ein. Let's go. Ist das nicht die da unten an der Bar? So, jetzt... Wo ist die Treppe? Die unten an der Bar. Das ist ja ganz schön dunkel in der Taverne hier. Genau, weil er arbeitet... Ja, bin ich auch nicht. Vielleicht ein kaiserlicher Spion? Reden wir mit ihr. Dich hat dein Angestellter etwas beeinflusst. Wollt ihr ein Zimmer oder was zu trinken? Seid ihr bereit? Zeig mir zuerst ein paar Münzen. Ja, die Münzen lässt sie gleich rüberwachsen. Seid ihr bereit, Brynjolf zu zahlen, was ihr ihm schuldet? Nein, und das werde ich auch nie. Schert euch raus aus meinem Gasthaus. Das hätte super geklappt. Vielleicht sollte ich diesem Hof in Morrowind mal einen Besuch abstatten. Woher in aller Welt wisst ihr von... Bitte, meine Familie bedeutet mir alles. Tut ihr nichts. Dann zahl. Lass Geld drüber wachsen und dann vergessen wir die Geschichte, was hier passiert. In Ordnung. Hier, bringt das zu Brynjolf und sagt ihm, dass ich ihm keinen Ärger mehr machen werde. Na, hoffentlich. Na, hoffentlich, meine Liebe. Möchte Wenn nicht... eure Loyalität dem Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Ich hoffe, hier gibt es nicht mehr Stress. Warum ist ja eigentlich... Ich glaube, du musst nach Windhelm. Der Dude, der da sitzt, da ist irgendwie eine... Weiß ich nicht. So. Nächsten. Helga ist auch hier in dem Bed and Breakfast. Sag ich ja, Helgas Herberge. Bitte die Bella-Statue. Auch so geil. Aber ihre Angestellte? Ach so, da ist die Statue. Genau, die stehle ich jetzt und dann ist... Die sieht aber auch anders aus. Sie sieht ein bisschen cooler aus, weil, was ich hier cool finde, die ist halt so weiß-grau und gold. Und die anderen, die man ganz häufig sieht, sind halt nur gold. Und die finde ich so cool. Die will ich bei mir auch in der Wohnung dann haben. In der Wohnung. In dem Haus, was ich noch dekorieren werde. Da bin ich ja gespannt, wo ich die finden werde. Weil die ist halt cooler, nicht? Die ist auch ein bisschen größer. Mal sehen. So. Optional haben wir gemacht. Wir haben die Statue geklaut, was wir machen sollen. Ist das so lustig, weil ich glaube, man kann doch ihre Angestellte... Wegen der Unordnung. Hier sauber zu halten ist keine Kleinigkeit. Ich glaube, man kann mit der Angestellten reden. Die Herberge ist keine Taverne. Ich würde euch den Bienenstich empfehlen. Ja, ich weiß. Arbeitet ihr hier? Arbeit? So kann man es wohl auch nennen.
Ich nenne es Sklaverei. Ich arbeite mir die Finger wund, um dieses abscheuliche Loch sauber zu halten. Seit meine Eltern starben und Helga mich aufnahm, ist mein Leben ein einziger Albtraum. Wie hätte ich wissen sollen, dass sie so ein widerliches Weib ist? Also sitze ich hier fest, während diese Schweine, die sie Kunden nennt, mich begrapschen und die widerlichsten Dinge zu mir sagen. Es ist ein Puff. Aber ich glaube, das klärt sich gleich, weil ich ja Helga, ja. Wir kommen nicht im Bed and Breakfast, sondern im Puff. Es ist nicht nur die Arbeit, es ist alles an ihr. Sie ist widerlich. Ich glaube, sie nimmt ihre Verehrung der Dibella ein wenig zu wörtlich. Wisst ihr, dass sie allein im letzten Monat mit 3 verschiedenen Männern geschlafen hat? Welche Frau tut denn so etwas? Wenigstens einmal würde ich gern sehen, wie sie sich windet. Es ihr so richtig unter die Nase reiben. Es müsste doch eine Möglichkeit geben, ja. Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass ich damit davonkommen würde. Sie würde mich umbringen, wenn sie es herausfände. Ich weiß zufällig, dass sie ihrem Liebhaber nach vollzogenem Akt ein Zeichen der Dibella als Zeichen ihrer Zuneigung gibt. Wenn ihr ihr 3 dieser Zeichen unter die Nase halten würdet, dann wäre ihr das so peinlich. Ich weiß nicht, was sie dann tun würde. Ja, ich glaube, das würde ich jetzt auch noch mitmachen. Ich würde das auch noch mitmachen. Bei solchen Sachen bin ich doch am Start. Ach, das wird großartig. Ihr müsst die Zeichen der Dibella von Boli, Hofgrier und Indarin besorgen. Ich weiß nicht, wie ihr das anstellen könnt, aber versucht es einfach. Dann konfrontiert Helga damit und der Rest geht wie von selbst. Jo, weiß auch noch nicht genau, aber... Ich diese Zeichen ohne Gewalt zu erwerben. Ich möchte nicht für ihren Tod verantwortlich sein. Oder für euren. Ohne Gewalt? Das ist ja langweilig. Bitte, nehmt nicht die Statue. Das ist das einzig Wertvolle, was ich noch besitze. Wie die mich direkt anspricht, dabei wollte ich jetzt erstmal hier kurz klarstellen. Bitte, nehmt nicht die Statue. Das ist das einzig Wertvolle, was ich noch besitze. Dann soll ich die Statue in einen Brunnen werfen? Nicht Lady Dibella. Nein, bitte. Ich darf sie nicht verlieren. Ich habe schon verstanden. Da habt ihr euer Gold. Ich hoffe, ihr erstickt daran. Wieso? Fang einfach nicht an. Wenn du Schulden hast, dann bezahl sie doch einfach. So, machen wir kurzzeitig noch das von der Angestellten hier. Wir holen mal die Zeichen der Dibella von den, Mackern. Keine Ahnung. In Zeiten von Tinder oder so ist... Also... Weiß ich nicht. Also, heutzutage zu sagen, glaube ich... Verwerflich hier mit mehreren... Schwierig. Hört euch dem Gerede der Gesichtsformerin in der zersplitterten Flasche kein Gehör zu schenken. Ja. Nach dem, was ich gehört habe, wäre Gesichtsmetzgerin wohl zu retten. Gesichtsmetzgerin. Ich wollte jetzt aber mein Gesicht eh nicht ändern lassen. Ich bin nicht so... der Fan davon. Ja, okay. Da drin ist das Zeichen der Dibella, ja. Dann holen wir erstmal das andere, von wer auch immer hier im Bienenstich steht. Meine Tätigkeit im Kampf ist unerreicht. Zu eurem Glück ist sie käuflich. Ich will dich nicht kaufen, danke. Wenn eure Loyalität dem Kaiserreich gilt, haben wir uns nicht viel zu sagen. Das ist nochmal falsch. Der muss nach Windhelm. So, du hast eine Dibella-Stadt hier, Bolli. Mit Bolli habe ich schon mal gesprochen. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Nö, ich hasse Angeln. Helga hat euch ein Zeichen der Dibella gegeben. Ich will es. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Ich würde niemals mit jemand anderem als meiner guten Frau Drifa schlafen. Sicher. Sicher doch. Gib her. Ich soll euch was geben? Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. So, dann probieren wir mal, die Fäuste zu zeigen. Es war doch nur eine Nacht. Ich glaube, sie hat mir etwas in mein Getränk geschüttet. Ich war seither nicht einmal mehr in der Herberge. Immer diese Ausreden. Nehmt das verdammte Ding einfach. Ich will es nie wiedersehen.
Also entweder... Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. Du solltest lieber spenden bei deinen Taten. Also entweder habe ich eine Beziehung oder keine. Oder meinetwegen eine offene. Aber dann müssen schon beide Partner davon wissen, dass man eine offene Beziehung hat und nicht einen Partner nur. Immer diese Ausreden. Ja, ich weiß, das sind nicht nur Männer so, gibt auch Frauen und so. Ja, klar. Ist mir bewusst, also egal wie, gibt's überall quasi. Aber trotzdem, diese Ausreden, die will man doch einfach nicht mehr hören. Suchen wir noch hier die andere. Es gibt nichts Schöneres, als im Honrichsee zu angeln. Statue. Nein, lasst mich mit euren Seen in Ruhe. Ich will nicht angeln, garantiert nicht. Ich glaube, der andere hat ein Häuschen vor der Stadt. Deshalb verlassen wir gerade kurz Rifton. Hier im Stall? Ja. Na toll. Ich gehe mal kurz schlafen und warte bis Tag ist. Weil bei den anderen müsste ich sonst auch einbrechen. Und ich muss sie ja bekommen. Also entweder klaue ich alles per Taschendiebstahl, aber ich kann sie auch einfach einschüchtern wie sonst, weil ich ja so nett bin. Gehe ich hier einfach kurz pennen im Bienenstich und dann geht's weiter. Was haben wir hier zu verlieren? 10 Goldstücke dafür, dass ich jetzt hier ein Bett buche. Ein Bett buche. Ich müsste mir mal Fackeln kaufen. Jetzt ist der Typ endlich weg, der nervt. Auch ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Danke. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier. Nee, alles gut. Ich weiß, wo es ist. Glaub, nein. Ich wusste, wo es ist. Ja. Bis zum 8. Sollte reichen. Ja. Bis zum 8. Ich weiß, dass man mich gerne im Schlaf beobachtet. Das machen alle. Das ist schon was ganz, ganz Tolles. Ist mir bewusst. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Meine Ruhe vielleicht. So. Besorgen wir jetzt die anderen Dibella-Statuen und dann machen wir die Aufnahmeprüfung weiter. Aber dann haben wir das mit erledigt. Ich meine, dann habe ich mich so richtig eingeschleimt. Und es sind ja schließlich die Angestellten auch von den anderen. Da kann man das ja mal mitmachen. Und dann hätten wir es vielleicht schon, falls ich irgendwann vorhabe, mir dieses Haus zu holen, muss man doch immer ein paar Quests machen. Meistens wundere ich mich dann, warum ich irgendwie ein Haus oder ein Grundstück schon holen kann, weil ich diese Quests bis zu dem Punkt dann wieder vergessen habe, dass ich die gemacht habe. Aber ja, schreiben wir die Dibella-Statuen ein. Es gab einen Kampf im Rattenweg, aber die Berichte darüber sind eher ungenau. Manche sagen, es wären Talmor-Agenten gewesen. Andere sprechen von der Diebesgilde. Einige behaupten, beide wären beteiligt gewesen. Ich war beteiligt. Da ging es um die Klingen und die Talmor, mein Lieber. So, ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Nee, ich will die Statue. Ich muss noch Pferde beschlagen. Also beeilt euch. Helga hat euch ein Zeichen der Dibella gegeben. Ich will es. Was? Wovon redet ihr? Ich weiß nicht mal, was das ist. Kann es nicht einmal jemand zugeben? Kann es nicht einmal jemand zugeben? Ich will in Rifton keinen schlechten Ruf bekommen, aber Helga ist außer Kontrolle. Sie wollte es in den Ställen versuchen, also habe ich zugestimmt. Wenn ihr es unbedingt wollt, dann nehmt es euch. Sie wollte es unbedingt in den... Also gut. In den Ställen. Helga, was wolltest du denn in den Ställen ausprobieren, hm? Ich sag da jetzt mal nichts zu. Gehen wir weiter. Ein Zeichen fehlt noch. Das war irgendwas mit... War vorhin im Haus von den Schwarzdorn. Jetzt schüttet es wieder sehr schön. Ich mag ja Regen. Also. Eigentlich. Boah, sogar richtig Gewitter. Das ist schon geil gemacht. Hier.
Schwarzdornbrauerei. Ich wollte halt vorher nicht einbrechen. Ich bin hier der... Ich bin ziemlich beschäftigt. Braucht ihr etwas oder kann ich weiterarbeiten? Ja, ich hätte gern das Zeichen der Dibella, mein Lieber. Ihr seid verrückt. Wie könnt ihr es wagen, solch eine Anschuldigung vorzubringen? Ey. Gib doch einfach her. Eure Worte ergeben keinen Sinn. Was soll ich euch geben? Boah, ich polier dir gleich die Fresse. Wenn sich herumspricht, dass ich mit ihr im Bett war, hat in der Brauerei keiner mehr Respekt vor mir. Nehmt das Zeichen, wenn ihr es wollt. Es ist die Mühe sowieso nicht wert. Danke. Gut, vielleicht kann ich dann ja zurück an die Arbeit. Ja. Also wirklich. Dass man immer erst hier... Also, dass die es auch einfach nicht zugeben können. Die könnten auch einfach wirklich mal zugeben, dass sie da... eine Liebschaft haben, ja? Bei mir gibt es das außerehelich. Ganz Himmelsrand. Aber machen sie halt nie, machen sie nie. Schon komisch. So. Helga. Kann ich euch helfen? Vielleicht? Hört zu, ich habe die Botschaft verstanden. Was wollt ihr denn noch? Ich möchte dir deine Dibella-Statuen zurückgeben. Was? Wie? Woher habt ihr die? Nein, sagt es mir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Hört zu, das muss unter uns bleiben. Zwischen euch und mir, in Ordnung? Davon braucht sonst niemand zu wissen. Wenn es bekannt würde, dass ich in Rifton meine Künste der Dibella praktiziere, würden sie mich aus der Stadt jagen. Hier, nehmt dies und kein Wort zu einer Menschenseele. Vor allem nicht zu Svana. Die steht hinter dir. Die steht hinter dir. Lasst mich einfach in Ruhe. Ist es euch gelungen, die Zeichen von diesen Männern zu bekommen? Nein, gar nicht. Sie steht ja auch gar nicht hier neben mir. Ach, ich weiß. Ist es nicht wunderbar? Ich wette, sie hat sich gewunden wie ein Skeva, als ihr sie aus der Tasche gezogen habt. Ich glaube, von jetzt an werden die Dinge hier anders laufen und das verdanke ich euch. Hier, das möchte ich euch geben. Es gehörte meinem Vater, aber ihr werdet es sicher gut gebrauchen können. Aha, mal sehen. Du trägst so viel und ihr kannst nicht rennen. Es ist euch ja so, ich habe die Botschaft Diese Bruchbude wird Helgas Herberge genannt. Ob ihr hier übernachten könnt? Nee, will ich nicht. Da wird mir nachher ein Zeichen der Dibella zugesteckt, wenn ich da übernachte. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Da hinten ist der Marktplatz, da würde ich jetzt mal hinwatscheln. Und dann müssen wir nur noch mit einem reden für die Aufnahmeprüfung, um die Schulden einzutreiben. Ja, kann ja hier auch mal ein bisschen sachter ans Werk gehen, nenn ich's mal so. Das ist aber echt ein Tempo, sage ich euch. Frisches Fleisch und Gemüse. Greif zu, solange der Vorrat reicht. Aber natürlich. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz. Welches gütiges Herz? Ich tue einfach immer nur so. Ich möchte gern zu der, weil die Rüstungen verkauft. Was habe ich denn jetzt schon wieder für eine schwere Rüstung bekommen, dass ich mal wieder nicht laufen kann? Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr... Werft einen Blick drauf. Jo, ich möchte was verkaufen, meine Liebe. Einfach nur verkaufen. Was würde die denn so nehmen? Nehmt ihr echt so viel? Also erstmal, warum auch immer ich wie... Ach, weil ich so gut immer alles einsammle. Das ist doch fantastomanisch. So, Zwergenrüstung der überragenden Wiederherstellung habe ich bekommen. Verkaufe ich. Eisenstiefel der Blitzresistenz. Kaufe ich. Amulett von Talos. Kaufe ich. Halskette der Verjüngung. Kaufe ich. Eisenstreitkolben? Okay, Eisendolch. Na klar. Muss man immer dabei haben. Ich muss den Rest meiner zu Hause hinlegen. Kommt wieder, wenn ihr mehr Gold ausgeben wollt. Ich kann es auf jeden Fall gebrauchen.
chill, meine Liebe. Eigentlich gibst du mir immer nur Gold. So. Bersi. Bersi, wo bist du, Bersi? Ihr habt doch die Schluchtfeierhexen erledigt, nicht wahr? Nein. Kann ich... Verpfändeter Pfifferling. Bersi arbeitet bei dem Pfandleier. Okay. Ich soll die Twema-Ruine... Ruine. Twema... Statue? Irgendwas Twema-mäßiges kaputt machen. Das hier. Was soll ich kaputt machen? Und wie? Nein! Ihr werdet sie noch zerbrechen! Bezahlt sie einfach, Bersi. Er bezahlt mich. Oh nein! Ihr seid doch einer von Brynjolfs Bande, oder? Ja. Oh, das wird nicht nötig sein. Ich weiß, weshalb ihr hier seid. Sagt Brynjolf, er soll sich keine Sorgen mehr machen. Oh, schaut, ich habe sogar die Summe, die ich ihm schulde. Hier, nehmt sie. Das hat ja geklappt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dagegen schlagen sollte, aber... Ich hoffe, euer Besuch hat diesmal einen freundlicheren Grund. Ne, ich habe ja alles bezahlt. Alles gechillt. Ich gehe ja schon. Er hat bezahlt. Gehen wir zurück zu Brynjolf. Berichterstattung, ob das jetzt so passt. Na, wahrscheinlich nicht. Aber es ist niemand gestorben. Ich habe alle Schulden bekommen und ich habe den Leuten Denkzettel verpasst. Ich habe sie erpresst. Also ich habe sie eigentlich wirklich nur erpresst. Mehr habe ich gar nicht gemacht gehabt. Aber... Diebesgilde, nicht? Man muss halt aufpassen, bei wem man sich Geld leiht. Oder mit wem man sich anlegt. Dann wäre ich ja lieber... Man muss wirklich sein, deine Kunden einfach... Beziehungsweise nicht Kunden, sondern... Wie nennt man das? Seine Dienstleister besser aussuchen. Mal ein bisschen die Bewertung anschauen, nicht? Ist das hier schon wieder dunkel? So. Ich muss immer mit den Fackeln sparen. Ich muss das jetzt wissen. Ihr habt den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich das. Nach allem, was wir zusammen Leichen verschwinden haben, zu lassen und die Wachen zu schmieren, kann teuer werden. Ja, tut mir leid. Ich werde eben eifersüchtig, wenn ich höre, dass die Leute über euch reden. Ihr habt den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich das. Leichen verschwinden zu lassen und die Wachen zu schmieren, kann teuer werden. Leichen verschwinden zu lassen und die Wachen zu schmieren, kann teuer werden. Also was ist hier gerade eigentlich kaputt? Hier ist, was sie uns geschuldet haben. Gut gemacht. Und auch ich schulde euch etwas. Hier, die könnten euch recht nützlich sein. Trainer Gold. Gift, Essenze, Gesundheit, Volltreffers. Okay. Was kommt als nächstes? Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt. Hm. Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Hm. Wenn da noch mehr Gold zu holen ist, bin ich dabei. Erledigt, Boss. Ich habe ihr das Paket gegeben, wie ihr es gesagt. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Langfinger. Ja. Sie sagte, der Jarl hätte ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Hm. Bevor wir gehen, muss ich euch fragen. Woran denkt ihr? Das heißt, ihr wäret in letzter Zeit nicht gerade von Erfolg gesegnet gewesen. Stimmt das? In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Wisst ihr was? Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung? Na, eigentlich nicht, aber okay. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Jo. So, mein Lieber. Ich folge dir morgen, weil das war's heute mit der Folge. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und ciao!